keinen Platz zum Schlafen hat. Was? Der Schlafsaal ist doch groß genug. Apropos Schlafsaal ist groß genug. Wir sollten tatsächlich schon mal einen Nebenschlafsaal anlegen. Aus Sicherheitsgründen. Der Tempel. Ein Ort der Anbetung, wo die Geschöpfe in eurem Dungeon die alten, finsteren Götter verehren können. Setzt ein Geschöpf hinein und es wird nicht nur fröhlicher, sondern erzeugt auch mehr Mana. Geil. Es kostet auch nur ein bisschen was. 75.000 habe ich mal eben so auf Kante. Ist gar kein Problem. Freunde. Mal eben so. Klar. Habe ich auf Tasche. Locker. Passt schon. Erstmal bauen wir den Kerker. Der kostet nämlich auch schon 18.000. Auch schon ziemlich viel ist. Also für dich zumindest. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Oh. Ist das hier ein alter Dungeon oder was? Den wir hier gerade finden? Kann das sein? Sehe ich das richtig? Warte mal, wir bauen nochmal eine Holzbrücke rüber. Glücklicherweise brauchen wir ja keine Steinbrücke hier. Ist ja nur Wasser. Das wäre natürlich geil. So einen alten Dungeon zu finden. Rein zufällig natürlich. Wäre natürlich cool. Oh. Aber darauf habe ich mich ehrlich gesagt schon gefreut, dass es einen Showdown gegen Nemesis gibt. Nemesis ist ja quasi der letzte größere Konkurrent, der uns noch im Weg steht. Auf dem Weg zum Ruhm. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Oh, ein Kerker. Und eine eiserne Jungfrau. Ich stelle euch meine Dienste zur Verfügung. Es braucht sie nicht. Also Horny bittet mir erstaunlich häufig seine Dienste an. Ich finde das gut. Ich mag Horny. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. So, dann ist die Barrikade schon mal gefallen. Boah, Alter, ich bräuchte so eine große Folterkammer eigentlich. Apropos Folterkammer, wir haben noch gar keine gebaut, ne? Ja, und die ist auch ziemlich teuer, das habe ich mir gedacht. Beschwimmen wir doch einfach einen Imp. Das habe ich mir schon Euer gedacht. Zauberspruch Imp erschaffen wurde verbessert. Sehr schön. Oh, was haben wir denn hier? Haben wir einen Salamander? Wir haben einen Salamander. Einen Kerker. Einen Kerker! Wie er das betont, ey. Es ist schön. Finde ich gut. Da haben wir eine Folterkammer. Es ist erstmal nur eine kleine, aber es ist besser als gar keine. Es ist Zeit. Wenn ich ehrlich bin. Ihr erbeutet eine Folterkammer. Oh, wie er das sagt, ey. Ich krieg Gänsehaut davon. Mann, oh. Ich find's so geil. Ich liebe dieses Spiel. Ah, dieses Spiel macht sowas von Spaß. Oh. Dann bauen wir hier nochmal. Wir ziehen den Schlafsaal mal ein bisschen in die Länge. Das kann man ja auch mal machen. Das ist so geil. Solange meine Gegner mich in Ruhe lassen, ist es okay. Wunderbar. Und da kriegen wir eine weitere eiserne Jungfrau. Oh ja, hier ist einiges ange... Oh, da ist ein weiteres Portal. Da ist ein weiteres Portal. Hey, Skelette. Ich glaube, die Barrikade da könnt ihr zerstören. Die brauchen wir nicht. Weg damit. Euer Schlafsaal ist zu klein. Das habe ich mir gedacht. Dass das losgeht, habe ich mir gedacht. 16 Betten. Aber ich habe leider kein Geld, um mir den Tempel zu bauen. Jetzt ein bisschen doof. Ohne den geht gar nichts. Hey, Salamander, komm mal her. Symbiose. Wir beide erkunden jetzt mal ein bisschen, Freund. Wie sieht es aus? Da ist Gold. Okay, das ist schon mal gut. Das ist alles. Ein bisschen Gold.
Oh, ein bisschen mehr Gold. Nett. Wartet mal. So. Jetzt müsste es wieder einigermaßen richtig sein. Einigermaßen. Ich wollte gerade fragen, habe ich jetzt gerade so einen Knick in der Optik oder was ist gerade los? So, jetzt ist... der Command & Conquer Gedächtnisschrei. Er darf einfach nicht fehlen. Yo. Ich glaube, Donnerschlag wurde verbessert. Ich glaube, ich bin gerade meinem Tempel einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Und ich denke mal, es könnte sogar passieren, dass er noch größer wird. Was? Habe ich nicht gesagt? Nein, ich kriege keine Komplexe. Alles gut, Leute. Macht euch keine Sorgen um mich. Mir geht's gut. Ist das schön. Geldregen. Aber die sind frei zugänglich, ne? Vom Wasser aus. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so geil. Glaube ich. Solange meine Imps nicht auf die schwachsinnige Idee kommen und mein zu Nemesis und Co. rüberlaufen zu müssen. Warum sind da Fallen? Was wollen die Helden hier? Jo, alles klar. Erstmal Kreuzfeuer. Natürlich. Alter, das ist echt extrem frei, ne? Alter Schwede. Aber ich glaube, hier geht es auch nicht weiter, großartig. Ne Mana-Gruft, eine weitere. Wie geil. Da ist ein Artefakt. Gut, da ist noch eine Wand. Oh. Da geht's runter zu Euer Nemesis. Zauberspruch nee, Symbiose doch nicht. Wurde verbessert. Aber wie kommen wir dann zum Nemesis? Oder ist der Weg... Denn... okay. Der Weg zu Nemesis führt über seine Söhne. Ach so. Der feine Herr isoliert sich also von uns, damit er ja nicht da... Ja. Ich verstehe, mein Freund. So einer bist du also. Du benutzt deine Söhne als Schutzschild. So ein Schwein bist du also. Das schreit dir schon förmlich nach einer Bestrafung. Ja. Drei Edelsteinminen. Alter, wie geil ist das denn? Also Leute. Passt auf, meine Söhne. Ich spüre, dass eine Invasion bevorsteht. Wenn ich recht habe, dürfen die Angreifer nicht mit dem Leben davonkommen. Bett. Ich bin nicht da. Wie hat er mich bemerkt? Kann nicht sein. Der muss sich irren, der alte Mann. Der wird alt und senil. Hört nicht auf ihn. Der wird nur alt und senil. Das kennt man von alten Menschen. Nicht, dass er mich wirklich gleich angreift. Was hat er denn da Feines? Das sieht nach... Also eine Jungfrau. Also Jungfrau. Schwarze Elfe. Schwarze Elfen. Der hat ja nichts Tolles, wa? Schwarze Elfen. Also eine Jungfrau. Da ist eine Edelsteinmine, eine permanente. Guck an, die haben also auch Edelsteinminen. Ach, hier ist ein Wächtertor, okay. Interessant. Euer Zauberspruch heilen wurde Ich baue mal verbessert. Die Brücken drumherum, damit wir immer absolute Sicherheit haben. Dann gleich hier hin, damit wir den Weg gleich blockieren können. Die Wächter brauchen sich nicht einzumischen. Ihr erbeutet ein Portal. Gut, dann sollten wir hier vielleicht vorsichtshalber... Ein Troll wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Tesla-Spulen aufbauen. Ja, vielleicht nicht ganz so viele. Zwei reichen. Und dann dahinter noch ein paar Geschütze.
Zack, zack, zack und zack. So, das dürfte reichen. Ein Zauberer, sehr schön. Aber wenn ich ehrlich bin, mir steht der Sinn eher nach schwarzen Elfen. Na, schwarzen Elfen, nein, nach dunklen Engeln. Deswegen werde ich mich auch erstmal darauf konzentrieren, den Tempel zu bauen. Oh. Der scheint ein bisschen frustriert zu sein, so wie er sich anhört. Wir müssen mal unseren Schlafsaal ein bisschen vergrößern. Sonst haben wir ja echt bald ein Platzproblem. Ich wollte eigentlich Fallen noch drumherum bauen, aber das macht ja keinen Sinn. Ich würde direkt an sein Dungeon-Herz rankommen. Euer Zauberspruch Böser Blick wurde verbessert. Sein zweiter Sohnemann ist auch nicht sonderlich mächtig, wenn aufgestellt, wenn ich das mal so sagen darf. Nur er selber kann mir wahrscheinlich gefährlich werden. Ich habe gerade Stufe 8 gesehen? Nee, aber die werden Stufe 4 werden. Eine Geheimtür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Wenn ich nicht aufpasse. Irgendwo hier hatte ich doch noch irgendwo ein Artefakt da. Was bringt das? Heilt alle Geschöpfe in euren Diensten. Das ist ein geiles Artefakt für den Notfall, wenn ich ehrlich bin. Was haben wir hier eigentlich? Gucken wir mal. Eure Werkstatt ist zu klein. Meine Werkstatt ist zu klein. Das höre ich selten. Also das höre ich wirklich sehr selten, dass meine Werkstatt zu klein ist. Wenn ich ehrlich bin. Das hört man ja nun nicht alle Tage, weißt du was? Dann legen wir das mal ein bisschen. Ist nicht mehr. Wir haben Gäste, Leute. Kümmert euch um sie. Sondern eure Schatzkammer ist zu klein. Ganz gerne die Arena noch haben. So. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Meine Schatzkammer ist zu klein, sagst du? Das glaube ich nicht. So klein ist sie nun auch nicht. So. Euer Zauberspruch zusammenrufen wurde verbessert. Oh. Eine Blitzfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Wie schnell wir wieder über die 13.000 gekommen sind. Ah. Ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Ich finde zurzeit einige magische Gegenstände. Es gibt hier auch einige, wie ich sehe. Es ist Zahltag. Jo, da habe ich nichts gegen. Da habe ich keine Angst vor. Dadurch, dass wir ja unsere Dings haben. Ah, theoretisch könnten wir uns zu Nemesis durchgraben. Theoretisch. Ich werde es nicht machen. Weil erstmal sollten wir uns seiner Söhne entledigen, bevor wir uns um den alten Herrn selber kümmern. Er soll den Tod seiner Söhne mit ansehen und dann selber schreiend untergehen. Was? Habe ich nicht gesagt. Nein, Leute, wie kommt ihr darauf? Euer Friedhof ist vollgestopft mit Leichen. Vergrößert ihn. In dem Fall wäre es sogar eine ganz gute Idee. Wir werden angegriffen. Oh ja. Warum bist du eigentlich da? Jungfrauen! Es gibt da ein paar Leute, die gerne mal eure Methoden kennenlernen wollen. Habe ich nicht recht? Ach ja. Ich mache mir nur den Spruch, dieses Spiel zu nutzen. Es ist gut, böse zu sein. Was wollte ich hier eigentlich bauen? Eine Schatzkammer wollte ich bauen. Warum sagt mir das keiner? Jetzt schreiben bestimmt wieder mindestens 3 Leute in die Kommentare so, ja Lars, du wolltest da eine Schatzkammer bauen. Was auch sehr nett von euch ist. So ist es ja nicht.
So. Dann schnappt euch mal das kleine Island da. Euer Zauberspruch Beben wurde verbessert. Dann kriegen wir nämlich auch gleich das. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ach, guck mal an. Der alte Mann hat natürlich auch ein Dings. Verstehe. Das ist der Schlafsaal. Also wir sollten nicht direkt von da kommen. Ich glaube, das ist schon mal klar. Erstmal die... Ja, da hat er sich nämlich auch gesichert, so ein bisschen. Was ist das denn? Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Also als erstes werden wir, glaube ich, den grünen ausschalten. Ich glaube, damit macht man nichts verkehrt. Bis auf die paar schwarzen Elfen hat er ja nichts. Nichts Tolles jedenfalls. Vor allem ist die ganze Karte hier aufgedeckt, oder was ist das? Nee, ich wollte gerade sagen, so, hä? Ach, Freunde. Ich freue mich auch, euch zu sehen, ihr blöden Pisser. Jungfrauen, euer Einsatz. Elenden Feiglinge, ihr wollt Frauen angreifen auf diese wehrlose Weise? Schämt euch. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Ich habe einen gegnerischen Raum erobert? Was denn bitte für ein Raum? Ich wüsste jetzt gerade nicht, was ich für einen Raum erobert habe. Hey, Skelette! Kümmert euch mal. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben. Und Skelett wieder auferstanden. Euer Zauberspruch Gehirnwäsche wurde verbessert. Die 18. Mission, Freunde. Es ist eine nicht mehr lange hin bis zum Finale. In Werkstatt gebaut. Ich muss sagen, es stimmt mich ein bisschen traurig, dass das Projekt tatsächlich bald enden wird. Womöglich denke ich mal, dass wir nicht mehr so viele Sessions brauchen. Also ich denke... Eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie nichts zu essen hat. Ich wollte jetzt gerade mal gucken. Ich weiß es gar nicht. Ja, din. Ich will nur mal gucken, wie es da aussieht. Okay, das ist dicht. Alles klar. Nicht, dass ich nachher plötzlich reinplatze und dann... Oh, wir waren angegriffen. Was? Aber erstmal möchte ich gerne mal gucken, was das hier für Ecken sind. Ob es hier noch irgendwas Besonderes gibt. Einen magischen Gegenstand oder sowas. Irgendwas in der Richtung. Muss so ein bisschen auf die Uhr achten, weil ich vergesse bei diesem Spiel tatsächlich immer mal auf die Uhr zu gucken. Das ist gar nicht gut. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Ist das so? Das sehe ich aber nicht so, mein Freund. Ich finde, es geht noch mehr. Viel mehr. Man muss nur wollen. So, ich glaube, den Friedhof... Oh ja, bei 112.000 können wir den Friedhof ruhig mal fertigstellen. So. Der Friedhof ist somit fertiggestellt. Den Kerker werden wir auch nochmal ein bisschen vergrößern. So. Euer Zauberspruch, das wird nichts bringen. Erschaffen wurde verbessert. Ui, was ist da los? Horny! Falls Horny euch zu aufsässig wird, könnt ihr ihn mit einem einzigen Klaps aus eurem Reich hinauswerfen. Ich glaube, Horny wird jetzt erstmal seinen Spaß haben. Ich will die Arena haben. Wo ist die? Da ist die Arena. Das ist die Arena. Zack. Ich werde gleich mal ein paar Kreaturen nach Hause schicken. Ich weiß, ihr werdet mich als größtenwahnsinnig betiteln. Das macht aber nichts. Ich werde die Trolle nach Hause schicken. Damit wir mächtige Kreaturen kriegen, wie die schwarzen Engel. Ein Troll hat euren Dungeon verlassen. Nicht nur einer. Es haben mich ein paar mehr verlassen. Das macht aber nichts.
Mal sehen, wie lange das gut geht, bevor er rausgeht. Es werden wahrscheinlich ein paar sterben, aber das ist noch nicht mal sonderlich schlimm. Oh! Ihr seid aber mutig. Eure Geschöpfe wurden geheilt. Mutige kleine Zwerge, bis zu mir vorzudringen. Bringt die Toten weg und die Verletzten.